Okay. Naja, Hauptsache, das klappt hier erstmal. Und wenn wir jetzt hier schön gleich viel Kohle über haben, in Anführungszeichen, könnten wir hier auch nochmal so ein Set von Steam Engines hinbauen. Auch wenn das ein bisschen eng wird, weil hier sollen ja noch mehr Schmelzöfen hin. Mal gucken. So, das war das. Wird es gerade wieder Tag? 4,8, 4,9, 5. Ja, es wird langsam wieder Tag. Das heißt, ich würde gerne wieder töten. Ich sollte nur vorher die Science Packs, die ich gemacht habe, reinschmeißen, damit wir besser töten können. Ja. Alien Packs haben wir keine mehr. Nö. Das heißt, wo laufen wir jetzt hin? Die da sind auch recht nah dran, ne? Das kleine Fitzelding. Oh, und eigentlich wollten wir unten, ne? Erz 2. Ja, ich glaube, Erz 2 ist am wichtigsten zu sichern. Denn fast alle unsere Probleme sind auf Kupfer zurückzuführen. Hätten wir mehr Kupfer, hätten wir mehr Kupferplatten, hätten wir Kupferdraht, hätten wir mehr grüne Chips, hätten wir rote Chips, hätten wir blaue... Oh, oh. Hätten wir mehr blaue Chips. Wir brauchen extrem viele grüne Chips. So, also da ist ein Außenposten. Ich hoffe mal, einer mit nicht so vielen Würmern. Na, doch, sind ein paar. Sogar eine ganze Menge paar. Und da ist auch ein Außenposten. Ach du Kacke. Aber ein recht großer. Aber mit nur drei großen Würmern. Ja, ich würde mal sagen, es ist Zeit, kurz zu speichern. Aber ich habe keine Lust, eine ganze Stunde nochmal neu aufzunehmen. Und ihr wahrscheinlich auch nicht eine Stunde Lust, zuzugucken, wie ich alles nochmal neu mache, was ich eben gerade gemacht habe. Das heißt, wir laufen jetzt hin und töten... Wow. Wir laufen einmal im Kreis. Töten einen Spawner. Wow. Okay. Ich laufe gleich bestimmt in den nächsten. Hier. Hilfe. Hilfe! Oh. Und die spawnen nach? Ernsthaft? Oh Gott. Okay. Ich habe zwei Spawner gekillt. Das reicht mir erstmal. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Mann, sind das viele blaue. Okay, hoch, 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 hoch. Und jetzt nicht irgendwo im Wald hängen bleiben, ernsthaft. Ja, ich bin hängen geblieben. Daka, 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 daka. Laufen. Beim Laufen Munition herstellen und das sind viel zu wenig Türme. Oh, Zug. No pass, nein. Warum sagst du no pass? Ist irgendwo wieder irgendwas kaputt gegangen? Ja. Wir brauchen mehr alles. Wir brauchen mehr Türme, wir brauchen mehr Mauern. Oh. Mehr Munition, mehr Schaden, mehr Raketen. Okay, aber wir haben zwei Spawner zerstört. Das heißt, nächstes Mal müsste es einfacher werden. So, Bau, Bau, Bau. Munition. Und irgendwo, wahrscheinlich ganz am Ende, ist wieder ein Ding angeknackst und deswegen fährt das doofe Ding nicht. Was nicht so schlimm ist, weil Eisenerz, ne? Brauchen wir nicht unbedingt so doll. Weg. Ja. Brauchen wir nicht unbedingt so sehr. Aber ich hätte mit dem Zug halt die ganzen Viecher töten können. Ich hätte so laufen können, dass... Hier ist nichts kaputt. Ich hätte so laufen können, dass die Viecher halt auf den Schienen sind und ich kurz rüber laufe. Und dann kommt die Bahn und macht's busch und macht alle tot. Oder ein Teil zumindest tot. Ja, aber das Ding hier ist heil. Es muss irgendwo anders unterwegs was kaputt gegangen sein. Runter, runter, runter. Ja, wahrscheinlich unten in der Basis, weil wir da eh gekämpft haben. Wobei der Zug stand schon still, bevor wir gekämpft haben. Also es kann nicht dadurch kaputt gegangen sein. Baum weg.
Sah so ein bisschen aus, wenn er überhängen würde. Vorsichtig. Jetzt war es kaputt. Komisch. Nutzen sich die Strecken vielleicht mit der Zeit auch einfach ab? Nö, der Rest ist alles 100. Ah, das könnte der eine Beißer gewesen sein. Ihr erinnert euch? Da war ein Beißer so schnurstracks nach unten rechts gelaufen. Das, ja, vielleicht. Vielleicht. Und wir haben es wieder Nacht. Nee. Shotgun Shell Damage. Oh ja, das wird mir sehr gut helfen. Jetzt gibt es nur noch Shooting Speed. Für nochmal 200 Punkte. Oder die Power-Rüstung. 50 Erinnertefakte und das ganze andere Gedöns. Anderes Gedöns. Wow. Das andere Gedöns ist schweineteuer. Nee, komm. Shotgun Shell, Shooting Speed, wie auch immer. Damit wir mehr Schaden machen, dann passt das. Haben wir inzwischen Kohle plus? Ja, 40 Stück. Nicht viel, aber vorhanden. Das ist gut. Das heißt, Strom müsste jetzt durchgehen wieder. Ja, okay, es haben auch recht viele Türme geschossen. Aber trotzdem. Ich baue die 4 Solarzellen hier auf, komm. Oh. Du bist leer. Kannst weg. Du bist leer. Kannst weg. Das war unser Mini-Kohlefeld hier. Hat doch länger gehalten, als sie gedacht hatte. Gedacht hatte. Ja. So, du legst auch Kohle da drauf. Die Kohle staut sich langsam wieder. Alles gut. Hier kriegst du noch Holz. So. Also. Das müsste soweit geklärt sein mit dem. Mit dem Dingens? Dem Brennmaterial für die ganzen Steam Engines. Kupfer ist immer noch ein Problem, können wir nicht ändern. Haben wir für die Shotgun-Geschwindigkeit genug Science Packs? Nö. Okay, dann wisst ihr, was das heißt. Sobald es wieder hell wird, gehen wir los und töten Dinge. Wobei mir das da unten eigentlich schon ein Ticken zu stark ist. Ich hätte gerne eine kleine Basis. Ich glaube, ich gehe jetzt meiner Nacht- und Nebelaktion. Achso, füttert mich. Jo. Ich gehe seiner Nacht- und Nebelaktion raus. Und wird es gerade wieder Tag. Wird gerade wieder Tag. Ich gehe raus und suche eine für mich passende Basis. Weil laut Karte sind die jetzt aber gar nicht so. Das sind nur Würmer, soweit ich weiß. Aber hier die Basen. Mehr als machbar, ja. Zwei Spawner, ein paar Würmchen. Lauf. Ja. Sehr gut. Sollte aber eigentlich erstmal die Spawner zerstören, sonst bringt das gar nichts. Wow. Wow. Das Upgrade hat richtig was gebracht mit dem Shotgun-Damage. Selbst die großen Beißer gehen jetzt einigermaßen schnell. So. Mehr Elendsfakte. Herr Damage. Gut, das war schon mal eine von den nervigen Basen, die so nah dran war. Das Ding oben rechts allerdings, die sind Zacken härter. Vor allem sind ja überall Bäume. Das ganz recht nervig macht. Ich stelle schon mal nebenbei ein bisschen davon her. Lock die mal ein bisschen raus. Kleinkram wegschießen. Nein, nein, ich habe einen großen Wurm gekillt. Das macht das Ganze schon ein bisschen einfacher. Schild aufladen, Schild aufladen, Schild aufladen. Töten. So. Bäume wegmachen. Jo. Das hilft noch mit am meisten. So, rein da.
Spawner töten. Oh, das ging fast auf die Lebenspunkte. Und ich stehe mitten im Wald, das ist nicht gut. Munition hält sich. Wird gerade noch schnell genug nachproduziert. So, mehr nachproduzieren. Batterie ist fast voll. Okay, Randa. So. Spawner weg. Firma weg. Und gewonnen. Das Ganze für 9 Alien-Artefakte. Naja, und ein bisschen mehr Ruhe, ne? Mehr davon bauen. Ich will mir erstmal einen Weg hier hin schaffen. Das ist ein unmutiertes Ding, kann das sein? Die sind keine blauen Weißer gewesen. Das ist mal eine nette Basis. Keine Würmer, keine großen Beißer, nur so ein kleinen Kram. Bist du hier unten auch so nett? Ja. Keine blauen Beißer. Oh, dafür Würmer. Nein. Ja, die haben mich umzingelt, die Bastarde. Und es waren doch blaue Beißer da, die haben sich nur irgendwo getarnt. Hinterhältiges Pack. So, komm weg. So. Sehr gut. Also es läuft richtig gut, was die Alien-Artefakt-Sammlung angeht. Wir haben jetzt schon 61 Stück. Das heißt, ich kann jetzt mal 11 Stück davon herstellen, damit wir immer 50 auf Vorrat haben für die MK2-Rüstung. Und wenn wir die MK2-Rüstung haben, das muss richtig abgehen. Ich meine, wir sind ja jetzt schon relativ stark. Also klar, es kann immer was schieflaufen. Hat man gerade gesehen. Stinknormale Beißer haben mich eingekeilt. Ich komme nicht schnell genug weg. Und unser Schild regeneriert da einfach nicht gegen. Also es kann immer was passieren. Aber mit einer MK2-Rüstung, da muss schon einiges schieflaufen, um zu sterben, denke ich. Die Basis da unten sieht ein Ticken zu groß aus. Die ist doof. Aber genau die muss weg. Und es wird Nacht und... Nee, komm, wir ziehen uns erstmal wieder zurück. Wir gehen nach Hause, wir stellen weiter Munition her, wir geben die Science Packs ab für noch mehr Schaden unsererseits und noch schnelleren Munitionsverbrauch. Das ist ein kleiner Nebeneffekt davon. Oh, und wir können die Türme mal hier aufbauen. Weil dafür, dass wir schon überall Kolonien bauen wollen, ist unsere Hauptbasis immer noch nicht wirklich gut verteidigt. Wobei sie auch komischerweise nicht so häufig angegriffen wird, ne? Aber okay. Licht. Unsere Hauptbasis hat immer noch nicht überall Licht. Ja. Besser. Und ihr habt durchgehend Strom. Ich werde mit Stahl befüttert. Die Akkus. Nee. Eventuell haben wir jetzt sogar schon genug Solarzellen. Aber wir haben nicht mehr genug Akkus, damit es die Nacht überhält. Also ich sollte vielleicht ein bisschen Akkus bauen. Was bei weitem nicht so nervig ist, wie Solarzellen bauen. Denn für die Akkus brauche ich nur Batterien. Und wir haben, glaube ich, 500 oder so Batterien über. Ja, 2600 Batterien haben wir sogar. Sehr gut. Das heißt, da werde ich weiter bauen. Wo sind die Akkus gelandet? Akku? Achso, die sind hinter den Science Packs versteckt. Okay, das dauert noch eine Weile. Also, nächsten Folgen. Weiter Aliens töten. So gut es halt geht, um mehr Science Packs zu bekommen. Die Science Packs auch schön regelmäßig wieder in die Kiste packen, sonst bringen sie uns gar nichts. Dann stehen wir so halb auf die MK2-Rüstung demnächst. Sind noch gar keine fertig, ne? Doch, da. Also wir stehen so halb auf die MK2-Rüstung demnächst. Und wenn wir unten ein bisschen weiter aufgeräumt haben, auch wenn die Basen da echt knackig aussehen, dann können wir da unsere Erz-2-Außenbasis bauen. Endlich.
Die hier scheint sich auch noch zu halten. Und theoretisch könnten wir hier eine... Ja, ich glaube, das macht sogar mehr Sinn. Wir machen hier einen Kreis rein. Und dann bauen wir hier eine Anbindung. Und dann gucken wir mal, ob das geht. Dann wäre die Strecke Home, Erz 1, Erz 2, Home. Home, Erz 1, Erz 2, Home. Das würde auch gehen. Das ist zwar nicht so schön groß wie hier, aber das müsste trotzdem eine ganze Weile halten. Also 20 Folgen oder so bestimmt. Wir hätten schon mal eine mittelfristige Lösung für unser Kupferproblem. Was ja, ne? Sehr stark besteht. Wobei, wir haben sogar ein Eisenproblem, also Eisenplattenproblem. Okay, mit auf die Liste für die nächsten Folgen kommt auch hier nochmals die Menschen hinzusetzen. Oder, ja, lieber hier drunter. Wir bauen jetzt hier bis unten noch Steam Engines, jeweils mit eigenem Wasseranschluss. Damit wir einfach mal wieder mehr Strom haben. Das ist echt doof. Ich hatte gehofft, dass ich es mit der Zeit schaffe, wenn ich immer mehr Solarzellen hinsetze, genau Strom zu generieren. Und es geht theoretisch auch irgendwann. Aber dafür müsste man halt zu lange spielen. Und da ich nicht off-camera spiele, habe ich keine Zeit, Ressourcen zu sammeln für sowas. Das heißt, später unsere voll entwickelte Basis in 50, 60 Folgen, da könnte es gehen mit den Solarzellen. Aber bis dahin werde ich wieder, immer wieder auf die Steam Engines zurückgreifen müssen, was doof ist, aber naja, gut. Geht halt nicht anders. Also, da unten mehr Steam Engines hin und wenn wir dann genug Strom haben, dann hier mehr Electric Furnace hinbauen. Damit wir es schaffen, durchgehend Eisenplatten im System zu haben. Ich hätte gern, keine Ahnung, immer 5000 Eisenplatten im System. Dass es da keinen Mangel gibt. Und dann, wenn wir das hinbekommen haben, dann das Ganze nochmal für Kupfer. Dann müsste unser System auch gut ausgelastet sein. Oh, die Roboter sind gerade alle beschäftigt. Weil sie alle Eisenerz hochbringen, ja. Das könnte ich auch mal abstellen. Kurzfristig. Ah, das sind aktive Kisten, ne? Was hat mich da geritten? Du. Eisenkisten bauen. Da. So. Mehr Eisenkisten bauen. So. Das dürfte zwei Probleme beheben. Also zum einen, wir haben genug Eisen, weil wir noch eine ganze Eisenanlage hier drin haben irgendwo. Also, es ist genug Eisen vorhanden. Eisenerz. Ja, immer schön spezifizieren. Eisenerz ist noch genug vorhanden, weil wir hier noch alles abbauen können. Das heißt, wir brauchen das nicht in unseren Logistikkisten hier oben. Das heißt, der Zug fährt jetzt eine ganze Weile wahrscheinlich später voll hin und her, ohne dass er entladen wird. Aber das ist mir lieber, als wenn hier jetzt alles voll ist mit Eisenerz. Ja, ist alles zugemüllt. Wow. Okay, wir brauchen Logistikkisten. Bau mir bitte 5 Logistikkisten. Wo bist du? Logistikkiste? Da. Also Logistik-Storage-Kiste. So. Alles einlagern bitte. Und jetzt die ganzen Eisenerzbrocken, die da im System sind, nach und nach bitte hier reinschmeißen. Und wisst ihr was? Komische Kupfererzschmelzen. Ihr dürft jetzt auch Eisen verarbeiten. Jedenfalls ein paar von euch. So. Ich hoffe mal, damit schieße ich mich jetzt nicht selber ins Bein. Und verhindere so weitere Kupferproduktion. Aber wir haben hier recht viele von denen, die nicht durchgehen arbeiten. Und dadurch, dass jetzt ein paar von denen auch Eisen machen, müsste der Rest eher mehr Kupfer abbekommen. Und dann geht sich das Ganze hoffentlich auf. Ich mach mal noch einen. So, gucken wir mal, wie das funktioniert. Aber allgemein brauchen wir mehr Kupfer für da und mehr Furnace für hier. Ja, okay. Also, viel zu tun. Wir sehen uns gleich wieder.